Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Stoffwechselexperte eingeladen, um mit ihm ein paar Dinge zu beleuchten, nämlich Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich höre es von rundherum, jeder hat irgendeine Unverträglichkeit. Der eine mag Nüsse nicht vertragen, der andere Milchprodukte und wieder und so weiter und so. Sie kennen es bestimmt. Ich möchte mit dem Stoffwechselexperte mal ein bisschen dahinter schauen und sagen, ob wir da nicht was tun können, dass diese Unverträglichkeit weggeht. Schauen wir das mal an. Herzlich willkommen, lieber Daniel Hertig. Danke, dass du da bist. Hallo. Also, verschiedene Ursachen, verschiedene Unverträglichkeiten führen immer dazu zu einer Reaktion, einer allergischen Reaktion sehr häufig. Sind denn die Ursachen dahinter eigentlich häufig die ähnlichen oder dieselben? Diese Frage ist schwierig zu beantworten, weil es eben, wie du sagst, sehr vielschichtig ist. Also in vielen Fällen ist es eine autoimmune Reaktion. Das heißt, das Immunsystem kämpft gegen einen Fremdkörper, was eigentlich nicht nötig wäre. Man kann aber umgekehrt anschauen und sagen, ja, die Nahrungsmittel sind immer mehr degeneriert, so dass das Immunsystem diese nicht mehr erkennt und wieder angreift. Oh. Also das ist die Huhn- und Ei-Geschichte. Mhm. Und dann hat es neben dem Immunsystem, was ja sehr, sehr komplex ist, hat es verschiedene Teile des Immunsystems, die Nahrungsmittel angreifen. Und da ist es immer ganz, ganz schwierig, wie viel ist jetzt davon eine Unverträglichkeit im Bereich der Nahrungsmittel selbst oder was ist dann schon eine Überreaktion des Immunsystems. Wir gehen mal grundsätzlich davon aus, dass es in der Darmschleimhaut und es fängt ja schon beim Magen an, mal Probleme haben muss, dass sowas passiert. Das fängt schon damit an, dass man fragen muss, ist die Mutter, die ein Kind bekommt, schon nahrungsmittelunverträglich. Obwohl sie es nicht weiß? In vielen Fällen weiß sie es, in vielen Fällen weiß sie es nicht. Mhm. Aber da fängt es schon mal an, weil die Nahrungsmittelunverträglichkeit ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nachher die gleiche, wie das Kind bekommt. Also nicht direkt, aber über IgM indirekt. Und IgM vielleicht noch bitte für die Zuschauer. Das sind Immunmodulatoren, oder, die dann eigentlich vom Immunsystem gesteuert werden. Auch IgG4 sind solche Themen. Und im IgG4 ist eigentlich das größte Problem, wo die meisten Unverträglichkeiten zu Hause sind. Mhm. Das kann man auch testen, Antikörper, IgG4-Antikörper. Ich empfehle es aber nicht, weil der IgG-Antikörpertest eigentlich spezifisch auf jetzt Nahrungsmittelunverträglichkeiten nur das testen kann, was im Moment auch wirklich in den letzten, sagen wir, Tagen, 5 bis 6 Tagen gegessen wurde. Das heißt, wenn du es nicht gegessen hast, dann ist die Unverträglichkeit zwar noch irgendwo sichtbar, aber wie relevant ist sie? Also niemand weiß so ganz genau, wie zuverlässig diese IgG4-Tests sind. Also das heißt, nicht einmal die Medizin kann dann garantieren, dass das dann wirklich auch so ist, sondern es ist eine Annäherung an ein Problem. Wir empfehlen immer, bei Unverträglichkeiten zum Kinesiologen zu gehen, nicht weil wir Kinesiologen sind, sondern weil die Erfahrung einfach überall die gleiche ist. Die Relevanz der Unverträglichkeit kennt der Körper sehr gut und kann darauf reagieren. Also wenn ich dir Nüsse auf den Bauch tue und du reagierst nicht, dann heißt es nicht, dass du keine Unverträglichkeit hast, aber es heißt, es stresst dich nicht so stark. Also mal grundsätzlich würde ich immer jede Unverträglichkeit bei einem Kinesiologen, einem zuverlässigen Kinesiologen deiner Wahl, würde ich das testen lassen. Dann hast du mal die Nahrungsmittel, die du weglassen solltest, mal in einer ersten Phase. Mal unabhängig davon, ist es das Nahrungsmittel selbst oder dein Immunsystem? Du musst es weglassen. Das macht es mal einfacher für viele, die sehr viele Unverträglichkeiten haben. Fängt das Problem da schon an, ist klar. Wenn du dann 40, 50 Unverträglichkeiten hast, ja. Die meisten Leute aber kommen zu uns und ich sage, ja, dann nimmst du das mit, was du eigentlich vom Gefühl her hast, dass du jedes Mal, wenn du es gegessen hast, hast du Bauchweh oder du hast Durchfall oder du hast Blähungen, also gerade sofort eine Reaktion. Mhm. Das ist relativ einfach. Die IgG4-Problematik ist aber dann
4 bis 5 Tage später. Also das weiß keiner mehr, was er vor 4 Tagen gegessen hat. Ich weiß noch, was ich heute Morgen und heute Mittag gegessen habe. Gestern Abend muss ich schon überlegen. Also, das macht mir auch zu denken. Muss ich schon überlegen, was habe ich denn eigentlich gestern Abend gegessen? So. Also das heißt, solche Tests zu machen, sind nicht wirklich zuverlässig. Und wie geht man dann weiter? Also als allererstes eben den kinesiologischen Test und nicht unbedingt den Bluttest machen. Und dann als zweiten das weglassen. Dann geht es darum, wo ist eigentlich die Situation deiner Darmschleimhaut? Wie gut ist sie noch in Ordnung? Das selber kannst du nicht eruieren. Wir machen das jetzt mit einem Oberon-Scan. Sehen wir sofort die Darmschleimhaut, die Magenschleimhaut, Dünndarm, Dickdarm und so weiter, ist befallen, hat große Probleme. Und dann wissen wir mal, müssen wir eine Darmsanierung machen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Varianten von der Darmsanierung. Für mich ist das Wichtigste zu wissen, ist eigentlich der Darm durchlässig? Haben wir ein Leaky Gut oder nicht? Das ist für mich die allererste Frage. Das heißt, ist die Darmschleimhaut schon so entzündet, dass wir schon gewisse Parameter im Blut haben oder auch im Stuhl? Da empfehle ich immer einen Stuhluntersuch. Das kann man in meinem Buch gut nachlesen, wie man das machen muss. Das ist alles sehr genau beschrieben. Also die Stuhluntersuche zeigen dann, sind da gewisse Parameter im Stuhl drin, die mit ziemlicher Sicherheit darauf schließen, dass du nicht einen dichten Darm hast, sondern dass deine Probleme des Darms den ganzen Körper betreffen. Mhm. Das heißt besonders zuerst die Leber und so weiter und so fort. Wenn das Problem so schlimm ist, dann unbedingt zu einem Therapeuten gehen. Das kann man nicht lösen ohne Therapie. Also, wenn der Leaky Gut besteht. Der Leaky Gut ist alleine praktisch nicht lösbar. Mhm. Selbstverständlich gibt es ganz gute Produkte dazu. Das sind ganz spezielle Produkte, nur für Leaky Gut. Das ist also nichts, was ich selber jetzt im Sortiment habe. Das ist nur für ganz spezielle, schwere Fälle. Ist aber wichtig zu wissen, jede Unverträglichkeit kann zu einem Leaky Gut führen. Mhm. Also muss nicht, aber kann. Weil die Unverträglichkeit sich immer weiter ausbreitet, die Darmschleimhaut immer sich mehr entzündet und dementsprechend plötzlich bricht der Darm durch. Mhm. Nicht so offensichtlich, dass das Essen dann im Bauchraum ist, aber so, dass doch die Komponenten, die nicht rausgehen dürfen, wieder rausgehen und den ganzen Körper belasten. Mhm. Nehmen wir mal an, der Leaky Gut ist nicht da, dann muss man mal als nächsten Schritt untersuchen, wie ist eigentlich deine Immunsituation bezüglich autoimmuner Tätigkeit. Also autoimmune Tätigkeit, die haben praktisch immer mit Viren zu tun. Wir reden jetzt viel über Corona, aber Corona ist was ganz Neues, was wir hier lieber weglassen. Wir reden mehr über Herpesviren. Die Herpesviren, die haben wir in den Genen. Und die Herpesviren in den Genen haben gewisse Funktionen, uns auf irgendetwas aufmerksam zu machen. Aber wenn wir zu viel von denen haben, dann gibt es Probleme. Das heißt, die Herpesviren, besonders der EBV und der Zoster, Herpes Zoster, haben die Fähigkeit, nicht nur Zellen anzugreifen, sondern das Immunsystem anzugreifen, die B-Zellen des Immunsystems zu lysieren, also übernehmen sie. Das heißt, du siehst die B-Zelle A, die B-Zelle B, A sieht gleich aus wie B, aber B ist übernommen. Das heißt, die B-Zelle, die BB-Zelle, also die zweite B-Zelle, die greift jetzt deinen Körper an. Oder? Und der Körper hat gegenüber eigenen Übergriffen vom eigenen Immunsystem hat es auch einen Schutzmechanismus, nämlich die T-Zellen. Aber die, je älter das du wirst, je weniger hast du, weil die werden produziert im Thymus. T-Zellen, Thymus. Und wenn das abnimmt, dann hast du keine Abwehrkraft gegenüber solchen Problemen. Das heißt, sehr viele autoimmune Geschichten entstehen dadurch, dass lysierte B-Zellen Immunsystemzellen deinen eigenen Körper angreifen und dann entstehen natürlich nicht nur im Darm, sondern überall autoimmune Geschichten. Und das ist ganz wichtig zu wissen, also man kann da auch zum Beispiel Bluttests machen,
der einzige Test, der wirklich zuverlässig ist, alle anderen empfehle ich nicht, ist der ELISpot, der ELISpot EBV oder der ELISpot jetzt habe ich den Namen vergessen, die beiden ELISpots. Und dann, wenn die beiden angeben, dann weißt du, du hast eine autoimmune Geschichte. Ja? Und zwar eine aktive. Ja? Sie können latent sein, aber sie können aktiv sein. Du siehst die Problematik, also wenn du eine Unverträglichkeit hast, musst du mal wissen, ist dein Darm undicht? Die zweite Frage, hast du ein Immunsystem, das dich selber schon angreift, im Stillen oder schon sehr aktiv? Ja? Das sind alles Möglichkeiten, die darauf hinschließen, dass du immer mehr Unverträglichkeiten bekommst. Weil wenn du jetzt unverträglich bist auf Weizen, was sehr viele Menschen sind, ist das ja recht einfach. Du lässt den Weizen weg und die meisten Leute machen dann gar nichts. Hast du aber zum Beispiel plötzlich eine Fructose-Unverträglichkeit, dann zeigt das doch, jetzt darf ich keine Früchte mehr essen, jetzt wird es schwierig. Also wenn ich keinen Weizen esse, dann habe ich nicht so wahnsinnig ein Problem mit der Gesundheit, mehr mit dem Einkaufen. Wenn ich aber keine Früchte mehr essen darf, dann habe ich schon ein Problem im gesundheitlichen Bereich. Wenn es dann weitergeht, ich habe nicht nur eine Fructoseunverträglichkeit, sondern ich habe eine Histaminunverträglichkeit, dann wird es schon schwierig, weil dann ist das Immunsystem schon ganz direkt betroffen. Das heißt, ich habe schon Nahrungsmittel, die länger gelagert wurden, die gegärt haben, die einen Umwandlungsprozess gemacht haben, die dann selber meinen Körper so stressen, dass er sich wieder selber angreift. Und die verschiedenen Stufen dieser Unverträglichkeiten bedürfen verschiedene Therapien. Das Weglassen ist das Einfachste. Aber wenn du nur eine Unverträglichkeit hast, kannst du so hingehen und sagen, ist mir wurscht, ich lasse den Weizen weg. Aber wenn du dann plötzlich mehrere hast und besonders, ich erwähne die zwei, Fructose und Histamin, dann weißt du, bei Fructose weißt du, da stimmt etwas ganz sicher nicht, weil da ist der ganze Zuckerstoffwechsel, Fettstoffwechsel betroffen. Und bei Histamin weißt du, da ist mein Immunsystem garantiert fehlgeleitet. Das ist hundertprozentig klar. Weil da stimmt es einfach nicht mehr. Und das sind alles Therapien, die man ursächlich angehen kann, aber man braucht die Unterstützung. Da tue ich die Leute wirklich auch per Mail und so weiter beraten. Sie lesen das Buch, dann wissen sie, welchen Untersuch das sie machen müssen, also welchen Blutuntersuch, welchen Stuhluntersuch. Und so können die eigentlich Probleme lösen, weil es, wenn du zum Mediziner gehst, hast du diese Informationen, die bekommst du gar nicht, so wie ich das jetzt hier erzähle. Also auch nicht differenziert und auch nicht schön katalogisiert. Kategorisiert. Jetzt haben wir ein blödes Wort. Kategorisiert. Also du hast den Ablauf nicht drin. Ja? Und in meinem Buch steht schön der Ablauf drin. Und du kannst selber dann, siehst du, ja, also ich bin nicht mit Leaky Gut betroffen, aber ich habe Immunsystem, es kann alles sein. Und natürlich müssen die medizinischen Themen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa müssen ausgeschlossen sein. Das ist wohl klar, also der Mediziner muss dich vorher angeschaut haben, weil das kann ja auch noch sein, wenn du Blut im Stuhl hast, dann musst du zum Mediziner gehen. Ja, dann kannst du nicht hingehen und sagen, ja, okay, ich habe ein bisschen Blut im Stuhl. Das ist schon nicht mehr lustig. Mhm. Die Leute mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, also meine, zuerst muss man sie mal überhaupt so weit verstehen, dass ich überhaupt eine habe. Das heißt, ich habe ja irgendwelche Symptome, Reaktionen, die darauf schließen lassen, dass. Aber das ist ja schon mal der erste Schritt. Was sind denn das so für Symptome, wo man sich da gespiegelt sehen muss? Also was ist? Unwohlsein ganz klar nach dem Essen. Wenn man da auf den Bauch geht, ist es nicht ein gutes Gefühl. Also man berührt sich nicht mehr. Selbstverständlich Blähungen. Also sowohl Blähungen sofort nach dem Essen wie Blähungen deutlich später. Das sind aber ganz verschiedene Symptome. Also das heißt, wenn man die Blähung im Oberbauch hat, ist das eine ganz andere Ursache, als wenn man Blähungen hat im Dickdarm. Also das heißt, wenn man mehr die Abgase frei lässt. Das sind ganz andere Ursachen. Der Darm hat ja 300 Quadratmeter Fläche. Da kann sehr viel passieren. Wir haben einen Dünndarm und einen Dickdarm und eine Klappe dazwischen. Wir haben im Dickdarm die große, große Anzahl der Bakterien, der positiven Bakterien.
Und selbstverständlich spielen das Mikrobiom mit den Bakterien, die primär ja im Dickdarm sind, eine enorm große Rolle in der ganzen Geschichte. Aber das würde jetzt in den Rahmen sprengen, wenn man jetzt da auf den ganzen Darmgeschichte gehen würde. Ist ja klar, dass die Darmgesundheit die Basis ist, damit keine Nahrungsunverträglichkeit passiert. Mhm. Spüren tut man es aber in Kombination mit einem Unwohlsein, oder? Also wenn du eher dünnen Stuhl hast, oder, dann kannst du davon ausgehen, dass der Körper etwas loswerden will. Und somit, wenn er es loswerden will, ist ja irgendetwas nicht mehr so gesund. Also isst du was, was nicht mehr so gesund ist, oder der Körper empfindet etwas nicht mehr gesund. Also das ist ja die Frage, wieder vom Anfang, ist es ein Nahrungsmittel oder ist es das Immunsystem? Also leichten Durchfall und unregelmäßigen Stuhl deuten ganz klar auf Unverträglichkeiten hin. Verstopfungen sind ganz andere Themen. Also das ist selten, dass man große Unverträglichkeiten hat mit Verstopfungen. Das ist eher durchfallmäßig, also leichten Stuhl, wässrigen Stuhl, nicht wirklich ganz wässrigen Stuhl, aber einfach immer unterschiedlich, nicht stabilen Stuhl, keinen schönen mehr. Wenn jetzt jemand wirklich mit solchen Problemen konfrontiert ist und weiß, ja gut, jetzt muss ich halt vielleicht vorübergehend auf gewisse Sachen verzichten, aber ich gebe mich jetzt in die Hand eines Stoffwechselexperten, kriegt er das dann eigentlich so weit wieder hin, dass ich dann vielleicht sogar diese entsprechenden Lebensmittel, die das jedes Mal ausgelöst haben, auch wieder essen kann? Also das ist so, ich bin immer froh, wenn der Klient dann wirklich das auch austesten lässt bei einem guten Kinesiologen, weil ja nicht alle zu mir in die Schweiz fahren können. Da bin ich immer froh, dass ich da noch ein Feedback habe, was andere Kinesiologen dazu sagen und was sie testen. Meine Erfahrung ist die, oder, dass man gewisse Nahrungsmittel, die nicht gesund sind, halt eben eher weglassen tut, aber jetzt Früchte nicht. Also das geht nicht. Man kann nicht hingehen und essen keine Früchte mehr, weil wir eine Fructoseunverträglichkeit haben. Da müssen wir das Problem lösen. Bei Weizen habe ich da kein Problem. Milchprodukte wegzulassen, sage ich, ist okay. Also braucht es nicht unbedingt. Oh, nicht für mich als Käse lieber. Ja, klar. Also ich sage, ja, aber ich sage, ach, ist halt die Frage. Ja. Hast du Milchzuckerunverträglichkeit oder Casein? Das eine ist das Protein, das andere ist der Zucker. Also wenn du Casein verträgst, darfst du Hartkäse essen, weil da ist garantiert kein Milchzucker mehr drin. Also ist ja die Frage, welche Art von Unverträglichkeit hast du? Aber deine Frage war, kann man es wieder essen? Die Antwort ist, es geht so. Ich versuche halt jetzt einen kleinen Teil des Buches zu sagen, wenn die ganze Sanierung fertig ist, dann darfst du 5 Tage lang das Nahrungsmittel essen, also nur eines, das du nicht vertragen hast. Und wenn nichts passiert, ist es okay. Weil der IgG ja 5 Tage geht. Das heißt, das Nahrungsmittel, nehmen wir jetzt ganz böse Weizen, was nicht gesund ist, oder? Aber wenn du das unbedingt wieder essen willst, kannst du das testen. Also wenn 5 Tage keine Blähungen und nichts passiert, dann darfst du es wieder essen. Wenn was passiert, dann kannst du zum Kinesiologen gehen und sagen, was ist eigentlich die Menge, weil es hat ja, IgG hat mit Menge zu tun, was ist die Menge, die ich vertrage? Und ich sage, viele Leute können zum Beispiel auch ein nicht so gesundes Weizenprodukt bis 30 Gramm pro Tag essen. Überschreiten sie 30 Gramm, kommt das Immunsystem zum Tragen, kommt die Reaktion zum Tragen. Also es ist dann immer eine Frage der Menge. Oder? Also ich bin weizenunverträglich und wenn du mich krank machen willst, dann gibst du mir eine Pizza. Weil Pizza ist das schlechteste Mehl, das es überhaupt gibt. Schlechtes Mehl findest du nicht. Also das hat sehr viele Komponenten drin, damit es schön gummig bleibt und gut ausgebacken werden kann. Wie reagierst du dann auf der Pizza? Bauchschmerzen. Sofort. Unwohlsein und Bauchschmerzen. Sofort. Weil ich ja nie esse. Also wenn ich dann wirklich eine ganze Pizza esse, ich schaffe es auch nicht, eine Pizza zu essen. Mir ist praktisch vorher schlecht. Also das ist dann extra die Sünde. Das ist wie wenn du weißt, also nach 5 Dezi Rotwein habe ich am nächsten Tag Kopfweh und du trinkst dann weiter, also hast du Kopfweh, dann musst du dich nicht beklagen. Das ist bei der Pizza nicht anders. Aber wir Menschen sind ja so, manchmal wollen wir es noch wissen, ob es immer noch geht oder nicht geht und dann geht es halt nicht. Der Lust ist größer. Ja, klar. Also
Man kann das testen, also das ist kein Thema, aber es ist so einfache Sachen wie Milchprodukte, also Milchzucker und Weizen, sage ich, da muss man sich nicht den Kopf machen, wenn das geht, weglassen. Oder wenn man es wirklich wissen will und einfach nicht darauf verzichten kann, zum Kinesiologen gehen, der kann das genau testen, wie viel Gramm geht ohne Nebenwirkungen. Für mich ein bisschen neu ist die ganze Nahrungsmittelunverträglichkeit, hast du jetzt von der ersten Sekunde an der Sendung bis jetzt am Schluss immer wieder Kinesiologie erwähnt. Das hört man sonst sehr selten, oder? Beim Mediziner gibt es immer die ganzen Tests da, oder? Auf diese Allergene, aber ich verstehe vollkommen, warum du es über die Kinesiologie machst, weil ich habe das auch mal gelernt, so in einem Schnellverfahren, und ich staune nur, dass der Körper wirklich als Messinstrument tauglich ist. Ja. Und ich frage mich nur, warum das in unserer zivilisierten Welt so selten gemacht wird, was doch in anderen Ländern Schulmedizin darstellt. Sprich China bis Russland ist das alles Schulmedizin. Alles, was in unserer Gesellschaft der Mensch nicht wissenschaftlich nachvollziehen kann, existiert nicht. Ist einfach inexistent. Das sagt ihr. Und das heißt, wenn ich dir, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, ich teste bei dir den Elispot EBV, dann hast du einen aktiven EBV. Weil der Antikörper ist auf 100.000 Antikörper, ist ein Antikörper gefunden worden vom EBV. Das ist extrem genau. Man könnte ja auch den Corona so messen. Nun gibt es noch keinen Antikörper dazu. Also es gibt zwar die Corona-Krankheit, aber noch keinen Antikörper. Wurde nicht isoliert bis heute. Weil wenn man das kann, kann man den Elispot machen und dann kann man hundertprozentig das nachweisen. Da kannst du den PCR gleich wegnehmen. Der bringt gar nichts. Aber es geht darum, dass man solche Sachen ganz genau beweisen kann. Und jetzt kommt der Moment, wo der Virus in der Zelle bleibt und sich gar nicht mehr zeigt. Und jetzt hast du keinen Antikörper mehr. Hast du dann keinen Virus mehr? Nein, du hast immer noch einen Virus. Aber dein Immunsystem hat das als nicht so wichtig empfunden und produziert im Moment keine Antikörper für diesen Virus, der sowieso im Untergrund ist. Aber macht er nichts? Er macht genau gleich. Also das heißt, der latente Virus kann genauso deine B-Zellen übernehmen, ohne dabei erkannt zu werden, weil er in der Menge unterschwellig ist. Und das ist die Problematik, damit kann ich dir die Frage beantworten. Auch wenn ganz wenige Zellen befallen sind, und ich dir eine homöopathische Dosis vom EBV auf den Bauch lege, reagierst du. Wenn du es in einer Dosis hast, die dich stört. Also das heißt, wir sehen auch alle Reaktionen, jetzt habe ich den EBV genommen, oder? Weil das ist dann wissenschaftlich bewiesen, wenn du einen Antikörper hast, gibt es ihn aktiv, wenn du keinen Antikörper hast, gibt es ihn auch, aber nicht aktiv. Aber stört genau gleich. Und bei den Nahrungsmitteln ist es doch genau gleich, oder? Hättest du einen Antikörper gegen ein Nahrungsmittel, wäre es giftig. Du hast keinen Antikörper, das macht der Histamin und so weiter, das Immunsystem arbeitet da anders, weil es ja nicht im Prinzip wirklich ein Lebewesen ist, das dich angreift. Aber die Menge spielt dann eine sehr enorme Rolle und kinesiologisch kannst du auch die kleinste Menge dann eruieren, wenn es dich stresst. Also das heißt, der Kinesiologe arbeitet im Klaren. Ich sage im Klaren, heißt ohne Thema. Du kommst zu mir, ich arbeite mit dir, ich lege dir Weizen auf den Bauch. Dann sehen wir mal, was wenn passiert. Du sofort reagierst, dann solltest du definitiv kein Weizen essen. Ja, wer wird da nicht reagieren darauf? Ja, es gibt eigentlich die Fragen, das ja, gibt's. Ja. Okay. Ja. Die Sendezeit geht schon wieder dem Ende zu, aber du hast jetzt mehrfach auch innerhalb dieser Sendung von einem Leitfaden gesprochen, wo man sich schlau lesen könnte, wenn man das ein bisschen näher betrachten will, was jetzt die eigene Nahrungsmittelunverträglichkeit betrifft. Das Vorgehen, ja. Wie soll ich vorgehen? Also, ja, das steht im Buch. Mein Buch findest du unter stoffwechsel-komplexmittel.de. Und die Produkte dazu auf www.formslim.com.
Ich empfehle aber niemandem ohne Begleitung Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ohne das Buch zu lesen, ohne mein Handbuch zu lesen, ohne sich ausführlich informiert zu haben und einfach jetzt das Video nur zuschauen und dann einfach das mal tun. Zu komplex. Das sehe ich auch so. Ja. Da braucht man den Experten. Ja, das ist definitiv. Weil wenn man das Thema angehen will und sauber angehen will, dann muss es auch so sein, dass man nach 2, 3, 4, 5 Monaten, je nachdem wie schnell und wie schwierig das Problem ist, dass es dann gelöst ist. Mhm. Weil alles andere bringt nichts. Wir haben 300 Quadratmeter. Da kann man nicht einfach schnell mal etwas... Das ist riesen Arbeitsfläche. Ja. Danke ganz herzlich, dass wir dieses Thema miteinander angehen durften, lieber Daniel Hertig. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich gebe da gar nichts mehr zum Anfügen. Ich glaube, wir haben das alles gehört. Gehen Sie zu einem Experten, wenn Sie dieses Thema eigentlich ein für alle Mal erledigen möchten oder loslassen wollen oder behandeln möchten, dass es eben nicht mehr in Erscheinung tritt. Ich sehe einfach so historisch bedingt zurückblickend, dass es unglaublich explodiert in der Zivilisation. Krankheit sehe ich das schon fast, dass da immer mehr Nahrungsmittelunverträglichkeiten heute auftauchen und man muss wirklich hinterfragen, warum ist das so? Sind einfach gewisse Nahrungsmittel einfach nicht mehr das, was wir brauchen? Haben wir zu hohe Entzündungswerte im Körper? Das ist der eine Punkt, kommt zum nächsten. Deshalb wirklich gehen Sie zu einem Experten, schauen sich das an und nehmen Sie vielleicht diese Anregung heute auch mal wahr, sich da damit mal mit einem Kinesiologen zu treffen und sich damit auseinanderzusetzen. Denn Kinesiologie, kann ich nur für mich sagen, ich finde sie wunderbar, sehr hilfreich, sehr dankbar gegenüber dieser Art von Diagnostik. Und testen Sie es, machen Sie sich ein eigenes Bild, wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.